Hallo meine Lieben, heute sind wir wieder am Start mit einem neuen Review. Irgendwelche Gamer testen Razer Kaio, die neue Webcam von Razer. Und wir starten direkt mit dem Unboxing und schauen mal, was sich in dem Paket befindet. Nach Öffnen der grün schimmernden Verpackung springt uns eine nette Anrede entgegen mit der Aufforderung zu gamen und in die Competition zu ziehen. Die Anleitung schön in schwarz gehalten und unser Herzstück, die Webcam Razer Kaio. Sauber und sicher in einem wertig wirkenden Kunststoff verpackt. Nachdem wir diese rausgefiemelt haben, haben wir die kompakte Webcam in der Hand. Und nicht zu vergessen, unser USB-Kabel mit grünem Anschluss. Aber was kann die Webcam? Hält sie das, was der Hersteller verspricht? Was verspricht er überhaupt? Die Rede ist von einer kompakten und portablen Kamera, die im Komplettpaket für das Streaming gerüstet ist. Mit Kameraclip und Stativanschluss für optionale Stativaufstellungen. Die Webcam hat eine Ringleuchte mit stufenweiser Helligkeitsregelung mit 12 weißen LEDs bei einer Farbtemperatur von 5600 Kelvin. Das ist nebenbei Tageslicht. Die Helligkeit wird angegeben mit 10 Lux und ist mit 12 Stufen regelbar. Natürlich kompatibel mit Open Broadcast Software und XSplit. Die Razer kann mit 720p bei 60 Frames aufnehmen oder 1080p bei 25 bzw. 30 Frames. Weiterhin verspricht Razer einen präzisen und schnellen Autofokus für übergangslose scharfe Aufnahmen. Schauen wir mal, ob die Versprechen eingehalten werden in unserem Hands-On. So, da sind wir. Nach ein paar technischen Fakten habt ihr jetzt die Chance, das echte Bild der Razer zu sehen. Und ja, was sagt ihr? Ich finde es toll. Es ist ein Bild, das super sympathisch rüberkommt. Es ist nicht zu hell, es ist hier und da auch nicht zu warm, was ganz oft das Problem ist in meinen Augen. Und ich habe jetzt aktuell noch kein Ringlicht an, habe hier aber auch ein sehr passendes Setup. Das heißt, ich habe passives Licht von hinter dem Monitor, von oben und auch von der Seite. Das heißt, ich bin sowieso schon gut ausgeleuchtet, aber für Leute, die weniger so gut ausleuchtendes Zimmerchen haben, die können natürlich hier einfach das Ringlicht anmachen und das ist dann gar kein Problem. Die Kamera regelt es auch runter, sollte es zu hell werden und macht das auch sehr, sehr flott. Und wenn wir hier gucken, Autofokus technisch, hier ist scharf. Ton hat jede Webcam, auch diese hier natürlich. Natürlich mehr schlecht als recht, denn was erwartet man von der Webcam? Gutes Bild. Ich sage ganz klar, wer Audio über Webcam aufnimmt, der macht was falsch. Ich nehme es in dem Fall extern über mein Ansteckmikrofon auf und ihr werdet das entweder mit einem Tischmikrofon lösen oder mit einem Headset, das sowieso bei jedem zu Hause rumliegt, der ein bisschen gamet. Ist der Ton einfach besser, umso näher am Mund, umso besser, ist klar. Nichtsdestotrotz, die Kamera ist für den Preis von unter 120 Euro astrein, macht ein super Bild und das Licht, das jetzt an ist, ist kaltweiß. Das ist Tageslicht, 6500 Kelvin, finde ich ein bisschen blöd gewählt, weil wir sind meistens, wenn wir streamen oder filmen, eigentlich immer im Innenraum. Das heißt, da haben wir kein Tageslicht. Ich habe auch hier habe ich kein kaltweiß gewählt, sondern natürlich ein angenehmes, warmes Licht. Das sind wir vielleicht bei 4500 bis 5000 Kelvin und da hätten sie vielleicht schon überlegen sollen, ob sie nicht auch ein etwas wärmeres Licht wählen, denn die Kombination aus Tageslicht und Warmweiß funktioniert vor der Kamera nicht so gut. Aber es ist hell und was anderes wollen wir nicht. Den Rest könnten wir eventuell nachbearbeiten. Genau. Bei meinem Setup mit einem 43 Zoll Monitor zieht sich natürlich nicht so nah dran. Das heißt, ich habe auch eine etwas weitere Entfernung zum Rechner, der hier unten steht. Und hier haben wir auch schon das größte Problem der Kamera. Ein Meterkabel. Schlecht. Denkt man gut. Verlängere ich mit einem USB-Kabel, mit einer USB-Verlängerung. Sollte eigentlich kein Problem sein, ist für die Kamera aber dennoch ein Problem. Denn sobald ich das Ringlicht anmache, signalisiert mir diese, dass ein Fehler aufgetreten ist. Das wird ein internes Softwareproblem sein. Vielleicht noch zu beheben. Ist ja noch ganz neu, das Ding. Aber nicht schön, dass sie ein 1-Meter-Kabel einbauen und wenn ich es verlängern möchte, es nicht mehr funktioniert.
Alles in allem kann ich dazu nur sagen, das Konzept von Razer geht tatsächlich auf. Eine Webcam mit eingebautem Ringlicht, kompakt, immer dabei, für unter 120 Euro. Besser geht es eigentlich nicht. Und wenn dann auch noch die Videoqualität so gut ist, wie sie hier ist, kann man sich einfach nicht beschweren. Ja. Das heißt, das hier, die hier, könnt ihr euch kaufen, solltet ihr euch kaufen. Ich habe sie mir auch gekauft für unter 120 Euro. Vorbestellerbonus 109 Euro. So viel Glück habt ihr nicht, macht aber nichts. Denn auch 120 Euro ist ein Top-Preis für dieses Teil. Und wer es nicht kauft und was anderes nimmt, ist eigentlich selbst schuld. Damit verabschieden wir uns. Irgendwelche Gamers sagen Adieu. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Zocken. Macht's gut.